Hallo und herzlich willkommen in der Kanzlei SPKW Sobczak & Partner. In den letzten Wochen haben wir schon einmal über die Tierhaltung in einer Mietwohnung gesprochen. Damals sind wir explizit darauf eingegangen, für welche Tiere es möglicherweise eine Erlaubnis vom Vermieter braucht oder auch welche Tiere der Mieter ganz ohne die Erlaubnis des Vermieters halten darf. In der heutigen Episode wollen wir uns noch etwas genauer mit der Hundehaltung in einem Mietobjekt beschäftigen. Dabei geht es heute insbesondere um die Situation, dass der Mieter von seinem Vermieter eine Erlaubnis erteilt bekommen hat, einen Hund zu halten. Und jetzt nach dieser Erteilung es zu bestimmten Auseinandersetzungen mit diesem Hund in diesem Mietverhältnis kommt. Möglicherweise beschweren sich andere Mieter über das nächtliche Bellen des Hundes oder der Hausflur ist verschmutzt. Oder sogar in ganz schlimmen Fällen, wenn der Hund andere Mieter anfällt oder den Postboten jagt. Welche Möglichkeiten hat jetzt der Vermieter, sozusagen seine einmal erteilte Zustimmung zu widerrufen oder ist er daran ewig gebunden? Grundsätzlich ist es so, dass eine einmal erteilte Zustimmung nicht ohne Grund von dem Vermieter widerrufen werden kann. Das gilt selbst dann, wenn ein Widerruf in einer mietvertraglichen Klausel eigentlich vorbehalten ist. Etwas anderes kann allerdings dann gelten, wenn sich andere Mieter über den Hund beschweren oder es zu Pflichtverletzungen kommt. Wie schon aufgezeigt, beispielsweise das nächtliche Bellen. In solchen Fällen hat der Vermieter grundsätzlich die Möglichkeit, das Gespräch mit dem Mieter zu suchen und auch eine Abmahnung auszusprechen. Hier ist dem Mieter dann wirklich zu raten, sich mit dieser Abmahnung ernsthaft auseinanderzusetzen, denn wenn sich dieses Fehlverhalten nochmals wiederholen sollte oder andere Fehlverhalten dazukommen, der Vermieter grundsätzlich die Möglichkeit hat, dann diese einmal erteilte Zustimmung auch wirksam widerrufen zu dürfen. Das hätte dann zur Folge, dass der geliebte Vierbeiner des Mieters tatsächlich aus diesem Haus entfernt werden müsste, was nicht nur rechtliche Konsequenzen nach sich zu ziehen hat, sondern tatsächlich auch emotionale. Daher kann man dem Mieter nur raten, solche Beschwerden ernst zu nehmen und auf den Hund möglicherweise einzuwirken, dass das beispielsweise nächtliche Bellen abgestellt werden kann. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das Fehlverhalten des Hundes dem jeweiligen Mieter zugerechnet wird. Als Faustformel kann man sich merken, je schwerwiegender die Pflichtverletzung des Hundes ist, desto einfacher ist es auch für den Vermieter, die einmal erteilte Zustimmung im Nachhinein widerrufen zu können. Sollte sich der Mieter uneinsichtig zeigen und sich über den von dem Vermieter zurückgezogene Zustimmung tatsächlich einfach hinwegsetzen, hat der Vermieter die Möglichkeit, das Mietverhältnis einseitig sogar fristlos zu beenden. Deswegen kann man dem Mieter nur ans Herz legen, sich ernsthaft mit Beschwerden oder mit sogar Abmahnungen gegen den Vierbeiner ernsthaft auseinanderzusetzen und möglicherweise im Dialog die Differenzen beseitigen zu können. Haben Sie in Ihrem Mietverhältnis mit Ihrem Vierbeiner Probleme oder möglicherweise mit anderen Hunden im Haus, kommen Sie gerne auf uns zu, wir beraten Sie gerne. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Thomas Petter, Thomas Will, Steffen Balke und Timothy Piker sowie die Steuerberaterin Anja Petter. Kanzlei SPKW Sobczak und Partner. Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 03377 33 99 0 oder im Internet auf spkw.eu.